Ich glaube nicht. So, dann geht es weiter mit ihr. Mit Laura Klapacker und Silverstone. So, Achtung, an jedem Hindernis kann hier was passieren. Alles gut bis hierher. Die letzte Linie. Kombination und dann 5 Galoppsprünge zum Oxer. So, ein bisschen zurück und dann abfliegen ins Ziel. 3x0. Sekunden die Zeit, keine Probleme. Und damit steht nach der Nullrunde des gestrigen Tages, nach der Doppel-Nullrunde hier im Finale, Silverstone G und Laura Klapacker auf Rang 1. So, und es kommt noch eine Reiterin, die natürlich schon im Parcours ist, die auch gesehen hat, dass Laura Klapacker hier fehlerfrei war und die jetzt gar nicht abwartet, sondern direkt startet. Katrin Müller mit Cornetta.